Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Smaragd in der Randomizer Lizard Challenge. Ich habe gesagt, wir machen in dieser Folge das Schiffswrack und wir machen in dieser Folge das Schiffswrack. Makago und Kleinstein. Oh Gott, Makago wird Paddy töten. Ich bin mir sicher. Bam. Ich bin fast überlegt, ihr Komprimator und was zu entgehen hat. Und Geheimpower und Doppelkick. Yeah. Level 30 für Sasu. Oh fuck. Das hat ihn gut getroffen. Yeah. Das ist der Shit, Alter. Ich gebe Paddy mal noch einen Supertrank. Der ist nämlich ganz minimal leicht low. Warte mal, 14 Stück. So. Ich finde die Musik in dem Schiff irgendwie schön. Ich weiß nicht. Kommt doch auch auf den Pyroberg. Ne? Ich glaube schon. Hafenbrief. Wirklich viel machen können wir eh erst hier, wenn wir Taucher haben, glaube ich. Hier, das ist. Da können wir noch nicht rein. Gegen dich können wir aber schon kämpfen. Nidora. Ja, gegen Nidoran ist es also, glaube ich, ganz gut. Wenn ich mit Giftattacken komme, dann können wir immer nicht vergiftet werden. Das ist, glaube ich, ziemlich entspannt. Oh. Der hat mir gut Schaden gemacht. Ich werde mal noch einen Supertrank einsetzen. Oh Gott, ich hasse mich dafür. Ich glaube, ich werde auch noch einen. Nee, den spare ich mir noch kurz. Ein Äther für Sasu auf Geheimpower. Können wir gegen dich kämpfen? Das bezweifle ich irgendwie, wenn der Typ da so vorsteht. Ja, deswegen gehe ich lieber weg. So, hier drin können wir Taucher einsetzen und hier drin finden wir irgendwas. Ich glaube Eisstrahl oder so, ne? Nee. Ach nee, Eisstrahl oder was auch immer das war, das gibt's ja unten. Ey, komm, Mann. Jaha, ein Schiff. Wrack. Kämpfst du? Ja, zum Beispiel ein Eisstrahl, den ich sehr gerne hätte. Tauchball. Ah, warte, hier können wir auch noch einen. Ah, nee, hä? Ach so, ja, ich bin ein Genie. Jeder, der was anderes behauptet, ist ein dreckiger Lügner. Wollte ich nochmal gesagt haben. Oh, nein. Nein. Nein, Sasu. Will ich nicht verlieren. Funktioniert das? Hm. Scheiße. Oh, es hat funktioniert. Shit. Das ist nice. Boah, Isso ist... Isso und wohin genau sind die schlimmsten. Wirklich die allerschlimmsten in der Nuzlocke Challenge. Das ist echt nicht. Oh Gott, Alter. Das ist echt richtig AIDS. Hey, die beiden gibt's auch in Omega Rubin und Alpha Saphir. Die stehen aber ein bisschen woanders, glaube ich. Doppelkick. Tod. Alter, was können die alle? Feuerschlag, das ist ja der Hammer. Und voll übertrieben krass stark. Max und Ally. Beleber. Witzig. So. Ponita und Schwalbini. Hol mal eine Geheimpower gegen dich raus und einen Doppelkick gegen dich. Noch eine Geheimpower gegen dich und einen Doppelkick gegen dich. Das war easy. Alles hat auch schon Level 29. Ich hätte gedacht, wohin genau. Wohin genau braucht wesentlich mehr Erfahrung. Aber offensichtlich ist dem nicht so und ich habe einfach keine Ahnung. Oh, warte, ich will in den Mülleimer gucken. Ich glaube, in irgendeinem der Mülleimer war hier sogar was drin. So, hier kommen wir schon lang tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht. Hey! Ja, den Scanner finden wir hier noch nicht.
den finden wir erst, sobald wir Tocha haben. Ganz weit unten, unterm Schiff. Ah, shit, Alter. Mann! Ah, ich hasse diese Treppen mit Pokémon. So. So viele Doppelkämpfe, ey. Double Trouble hier. Pass auf. Oh shit, ich hab vergessen, Sasu ein Dings zu geben. Ether. Du schaltest mit den aus. Oder auch nicht, okay, das hat funktioniert. Nee, warte, Surfer trifft auch. Okay, nee, das ist blöd. So. Batz. Nein, halt. Felsgrab gegen dich und Doppelkick gegen dich. Oh Mann, was haben die so viele Pokémon, ey? Das macht mich wahnsinnig. Shit, Alter. Das ist dangerous. So dangerous. Oh, wir haben es aber geschafft. So. Man Zoe heißt der nicht ehrlich, oh Gott. Habe ich jetzt erst gesehen. Haben wir gegen dich? Nö, anscheinend noch nicht. So, Mozi. Sasu. Zickzack sollte auch easy sein. Unsere letzte Geheimpower. Okay, jetzt müssen wir wirklich einen Äther benutzen. Mädchen sind so komplex. Ja, ja, das stimmt. Mädchen, warum seid ihr so komplex? Das ist scheiße. Ihr macht es uns Jungs nur unnötig schwer und dann jammert ihr rum, dass ihr keinen Freund abbekommt. Ihr solltet weniger komplex sein, dann gestaltet ihr das für alle Menschen einfacher. Geheimpower ist aufgefüllt. Ich werde mal, glaube ich, unser Carbon, was ich da gerade entdeckt habe, auch benutzen. Und zwar auf Padde. Eisen. Eisen hau ich auf Sasu drauf. Ja. Oh, Protein haben wir auch noch. Protein tue ich mal auf Paddy drauf. Er kriegt ja später noch Feuerfeger, hoffentlich. Oh, komm her. Ey, komm her. Ich hasse es bei Schwimmern, ne? Die schwimmen halt so Ewigkeiten im Kreis und dann kriegt man die immer nicht gefangen. Ihr wisst, was ich meine. Es ist furchtbar, ich hasse es einfach. Tuska. Da schlammert er eigentlich ganz gut. Der hat sich eigentlich gedacht, oh shit, Alter, das ist übertrieben logisch, wenn, wenn Pflanze auf Gift effektiv ist. Gift auf Pflanze, meine ich. Shit. Ich will das gar nicht einsetzen, ich will meinen Supertrank. Wir haben nur noch 9 Stück. Ich werd wahnsinnig, Alter. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch einen gewastet irgendwie so halbwegs. Das fällt mir gerade erst im Nachhinein auf. Und hier dürfen wir wieder ein Pokémon fangen. So. Winona. Level 5. Digga. Was? Nein. Alter, nein. Tauchball. Es lebt im Wasser. Kann ich mit irgendwas... Ich glaube, Yuri kann einschläfern, oder? Für dich? Ja, du kannst Gainer. Deswegen werde ich dich jetzt rausholen. Oh Gott, dann setzt er noch Bodyguard ein. Ich merke schon. Ich merke schon. Ich merke schon. Ich merke schon. Würdest du bitte... Danke. Es ist weiblich. Jetzt gehen wir langsam die weiblichen Spitznamen aus. Gib mir eine Sekunde. Ich glaube, ich hatte Michi noch nicht. Ne, ich hatte Michi noch nicht. Deswegen wird Winona jetzt Michi sein.
Hey, und es wurde nicht in die Friedhofsbox gelegt, netterweise. Ah, ich sehe dich da unterm Schirm. Ich sehe dich unterm Schirm. Ach, wisst ihr was? Ich mache jetzt mal hier Doppelkampf-Spezial. Dieses Mal mit einer extra Dosis Doppelkämpfe. Da setze ich mal Yuri ein und Patty setzt bitte den Doppelkick gegen Staros ein. Schauen, Pokémon, wie viel KP hast du noch, Paddy? 51, das war eine Drachenwut, überlebt dann noch. Und Stalos stirbt jetzt eh. Okay, ich kann Paddy heilen. Das ist auf jeden Fall schon mal eine gute Sache. Du setzt bitte Glut gegen Metang ein. Ich will das Dragon ja eigentlich eher weg haben, aber ich glaube, Metang war in dem Fall dann gefährlicher. Außerdem schläft es jetzt eh. Passt schon. Was? Yuri ist schneller als ein scheiß Dragonier. Wollt ihr mich eigentlich ficken? Das ist jetzt aber nicht euer Ernst, oder? Ich meine, es war nur 4 Level höher und Dragonier ist schon ziemlich verfickt schnell. Oh, so viele Trainer, Alter. Haben mehr. So, Level 31 für Sasu. Und tot für Bladas. Sogar zweimal. Noch ein Vulnona. Ups. Bitte, danke. Warum haben die jetzt hier eigentlich wieder die, also die wilden Pokémon hier im Wasser so tiefe Level? Das verstehe ich nicht. Ich meine, gerade eben waren die Viecher noch Level 30. Kann mir das irgendjemand hier erklären, bitte? Doppelkampf speziell. So. Blut. Ach du Scheiße. Bam, tot. Bitte, danke. Bibor ist schon AIDS, kann man schon sagen. Also beziehungsweise nicht Bibor so direkt, sondern eher die Tatsache, dass es vergiften kann. Biberwerk. Okay, das war easy und du kämpfst auch noch, aber die Mutter kämpft, glaube ich, nicht, oder? Keine Ahnung. Einfach mal so. Okay, nein, die Mutter kämpft nicht. Mödi hat keinen Bock. So, dann werde ich mal losziehen und mir erstmal neue Supertränke kaufen. Ja, genug Geld sollten wir echt haben. Supertrank, wir haben noch 6, also kaufen wir 44 Stück. Katsching! So, wir haben auch noch ein bisschen was zu verkaufen. Zum Beispiel dieses wunderschöne X-Angriff, das niemand jemals in seinem Leben benutzt hat. Glaube ich, bestimmt. Also ich habe zumindest noch nie erlebt, dass jemand das benutzt hat, um ehrlich zu sein. Ey, ich will noch mehr verkaufen. Den Beleber zum Beispiel. Und das Sternstück. Oh, das ist richtig viel wert. Okay, nice. Haben wir noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Nö. Ah, neue Bälle will ich noch kaufen. Superbälle. Kommen wir mal 19. Ah, ich glaube, Gegengifte brauchen wir auch noch. Oh, ne, brauchen wir nicht. Alles cool. Alles cool. So, dann gehen wir noch ins Pokémon Center und schauen uns mal Franzi und Michi an. Was die beiden denn so cooles drauf haben, nicht wahr? Pokémon bewegen. Ja. Richtig. Du kannst rechte Hand, Bodyguard, Feuer oder immer nass machen. Das ist irgendwie ein ziemlich schlechtes Moveset. Aber du hast ziemlich krasse Werte. Und Schwebe, ja gut, Standard. Dich haben wir schon angeschaut. Ne, haben wir noch gar nicht. Können wir auch noch gleich machen. Du kannst Glut, Rückzug, Konfustand, Bodyguard. Hast als Fähigkeit Feuerfänger. Das ist cool. Ich hasse den Ruf von Electek, ne? Könnte man einen Dubstep-Track verwenden als
Ding. Egal. Donnerschlag, Ruxukip, Silberblick und Lichtschild. Okay. Das ist eigentlich ganz decent, würde ich mal sagen. So. Also mit unseren Pokémännern kann man auf jeden Fall was anfangen. Hier kommen wir eh nicht weiter, weil da gleich die Strömung ist. Aber hier drüben können wir noch lang. So, hier so. Haben wir hier eigentlich ein Pokémon gefangen? Back in the days. Da haben die gerade beide weggeschaut gleichzeitig. Ja gut, hier dürfen wir kein Pokémon fangen. Und noch ein Doppelkampf für Maki Boy. Ja gut, 15, Alter. Damit brauchst du mir gar nicht kommen. Was? Stirb endlich, komm. Bam. Easy gereckt, würde ich mal sagen. So, müssen wir jetzt eigentlich lang? Wir müssen nach Malfenfroh und dann darüber. Okay. Das klingt doch normal, vernünftig, wie auch immer. Ich werde aber den Radweg nehmen, weil ich keinen Bock auf viel zu schwache wilde Pokémon habe. Ah, ja, ja, sehr gut. So, jetzt habe ich mein Fahrrad. Wir müssen mal eines Tages ins Rätsel rausgehen. Irgendwie so ein bisschen. Wir machen die dann alle hintereinander, alle Rätselhäuser und so. Rätselhaus-Marathon. Scheiß drauf, wie lang die Folge wird. Weiß Bescheid, ne? Ja, weiß Bescheid. Oh, steig bloß vom Fahrrad ab, Alter. Kein Bock auf Fahrrad hier. Oh! Weiter! Ach ja, das war ja die Sache hier. Ja, ich mach das gleich. Ich will vorher aber. Haben wir hier schon? Ja, hier haben wir damals Kai gefolgt. Aber, oh, hier hätte man dieser Knospen können. Ich mag es aber nicht wirklich. Also, kein Ding. Gegen euch zwei kämpfe ich auf keinen Fall. Nie wieder. Nie wieder. Profi-Angel. Damit können wir dann nachher noch in einer anderen Folge Dings fangen. Mir fällt gar nicht ein, wie die Stadt hieß. Blütenburg City, glaube ich. Ja, Blütenburg City, da können wir dann noch ein Dings fangen. Ein Pokémon. Ey, hier Dings. Man merkt, ich weiß genau, was ich sagen möchte. Ich würde mal sagen, Malvenfroh erledigen wir dann in der nächsten Folge. Dann kriegen wir auch vom lieben Walter den Donnerblitz. Das finde ich ziemlich cool. Dann würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert, um nichts zu verpassen. Dann würde ich mal sagen, haut rein, ciao und bis zum nächsten Mal. Ciao.